Freunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind die Mindhunters und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema toxische Arbeitskollegen und über die Ursachen und die Lösungsansätze. Die erste Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist, was bedeutet eigentlich oder was sind toxische Arbeitskollegen, was ist toxisches Verhalten auf der Arbeit oder während der Arbeit? Das ist eigentlich alles das, alle giftigen Verhaltensmuster, manipulierende Verhaltensmuster, verletzende Verhaltensmuster, die das gemeinsame Arbeiten erschweren, die gemeinsame Kommunikation und dann halt auch dazu führen, dass man wahrscheinlich mit Ängsten zur Arbeit geht, Depressionen aufbaut, Ängste aufbaut. Eigentlich sehr simpel erklärt. Genau. Die Frage, die sich stellt, nachdem wir uns mit der Definition beschäftigt haben, welche Arten von toxischen Verhalten auf und während der Arbeit kennen wir und welche Ursachen haben sie? Also ich würde unterscheiden in direkte und sehr offensichtliche toxische Verhaltensmuster und dann in eher die subtileren, die man nicht auf den ersten Blick wahrnimmt. Die offensichtlichen sind sowas wie Mobbing oder Rassismus. Mobbing hat die Ursache, warum mobbt jemand? Wahrscheinlich wurde die Person früher auch mal gemobbt, hat irgendwie persönliche Komplexe entwickelt dadurch und switcht von der Opferrolle in die Aggressorrolle und mobbt euch zuerst, bevor diese Person selber gemobbt werden kann. Also seid ihr euch dessen bewusst, wenn ihr gemobbt werdet, welche Ursachen das hat. Meistens sind das Persönlichkeiten, die selber in einer anderen Form und Art und Weise selber verletzt wurden. Dann Rassismus gibt es auch leider. Wieso gibt es Rassismus? Kann ich mir eigentlich auch nicht ganz gut erklären. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Es sind Menschen, die ein verschobenes Weltbild haben. Ja, vielleicht hat man dann solche Kommentare im Kollegenkreis. Mensch, das ist hier aber bunt geworden. Oder ich erkenne das Arbeitsklima hier nicht mehr wieder. Oder die Arbeitsumgebung. Sind so kleine Anzeichen dafür. Also das sind eher die großen, offensichtlichen, toxischen Umgebungen, die man so kennt. Und dann gibt es noch die recht subtileren. Ja, zum Beispiel, es werden euch Informationen vorenthalten, damit ihr gar nicht wachsen könnt, damit ihr kein Wissen aufbauen könnt, um euch dann auch später keine bessere Position zu ermöglichen. Ja, was ist die Ursache dafür? Die Kollegen möchten euch halt tief halten, unten halten, damit ihr nicht die Position annimmt, wo sie vielleicht auch sind. Ja, da muss man auch gerade differenzieren, von welchen Kollegen das kommt, von gleichgestellten Kollegen, die vielleicht sich bei der nächsten Beförderung erhoffen, dass sie die Beförderung erhalten, ihr aber nicht. Oder wenn es von höheren Positionen kommt, von Chef oder noch darüber, dann kann es auch sein, dass die sich vielleicht bedroht fühlen, dass ihr so gut seid in dem, was ihr macht, ja, dass ihr einmal die Position von eurem Chef erhalten werdet. Also seid auch euch auch dessen bewusst, dass gerade Leute, die viel performen und weiter herankommen wollen, heranwachsen wollen, da auch vielleicht unterdrückt werden. Ja, das kann auch sein, dass dir bewusst Steine in den Weg gelegt werden, nicht nur, dass die Informationen vorenthalten werden, sondern aktiv sabotiert wird, dass dir irgendwie Aufgaben nicht weitergegeben werden, die du eigentlich machen müsstest, und dann später es zu Eskalation kommen könnte. Oder man kennt das auch aus Ausbildungsberufen, wo man sagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Was meint man damit? Ja, du musst erstmal am Anfang deiner Ausbildung auch niedere Tätigkeiten ausführen. Ja klar, bis zu einem gewissen Level muss man auch irgendwo anfangen, wo man sich auch hocharbeiten kann. Aber auch da gibt es vielleicht Kollegen, die dich extra damit schikanieren und sagen so, ja, feg mal den Hof, bring mal mir den Kaffee. Und degradieren dich dann auf dieser Ebene, sodass du auch gar nicht mehr heranwachsen kannst in deiner Rolle. Die Ursache ist, dass den Leuten vielleicht das Gleiche widerfahren ist in der Vergangenheit und die auch hier diese unterdrückten Gefühle, die sie hatten, in dieser Art und Weise weitergeben an den nächsten Auszubildenden und diesen auch unterdrücken möchten. Also es ist auch eine Form von einer toxischen Verhaltensart und Weise. Dann gibt es noch die Manipulation. Vielleicht, wenn ihr gerade in Meetings seid, dass euer Kollege euch sagt, hey, passt bei dem so ein bisschen auf. Der ist so und so, hat seine gewissen Arten.
ja, was ist die Ursache dazu? Warum sagt euch euer Kollege das? Vielleicht erwünscht er sich auch gewisse Vorteile dadurch, um diese Person dann auszuspielen und euch auf die Seite zu bringen von ihm. Das ist auch eine Art der Manipulation und auch eine Art einer toxischen Umgebung. Und dann gibt es vielleicht auch noch so subtile Kommentare, gerade in der heutigen Zeit, wo es das Gleitzeitmodell gibt. Man kann auch ein bisschen später ins Office reinkommen, dass die Kollegen, die es noch gewohnt sind, früh anzufangen, dir dann um 9 Uhr, wenn du ins Büro kommst, so ein lockeres Mahlzeit entgegenbringen. Ja, das ist dann nicht freundlich gemeint, sondern nach dem Motto, hey, es ist schon so spät, du kommst, warum kommst du erst jetzt? Ja, was ist die Ursache dafür? Vielleicht haben die Kollegen noch nicht die emotionale Reife oder die Kommunikationsmöglichkeit, das direkt anzusprechen und machen das auf diese Art und Weise. Und vielleicht sind auch die Kollegen selber in dieser Art Position, wo sie sich diese Bürde auferlegen oder meinen, ey, ich bin der super Arbeiter, ich komme super früh, ich mache meine Arbeit top, und die sich selbst in dieser Art in einen Käfig zwängen, der eigentlich gar nicht gegeben ist, und sich diese Freiheit nicht geben oder erlauben, die du dir aber rausnimmst und sich dadurch auch in einer gewissen Art und Weise bedroht oder angegriffen fühlt. Dann gibt es noch was sehr Übles, möchte ich meinen, gerade wenn ihr jedem Kollegen was Persönliches anvertraut und das hinter eurem Rücken dann gegen euch verwendet wird, weitererzählt wird und es dann am Ende bei euch wieder ankommt und herauskommt. Was sind die Ursachen dafür? Warum machen das Kollegen oder generell Menschen? Es ist vielleicht eine Art Charakterschwäche, dass man keine Loyalität zeigt oder sich auch an den Schwächen anderer ergötzt, um seine Schwächen selber in den Hintergrund zu rücken und sich selbst so in ein besseres Licht zu rücken und andere eben runterzumachen. Ja, ich denke, damit habt ihr jetzt ein gutes Spektrum an möglichen manipulativen, toxischen Verhaltensweisen kennengelernt, die Ursachen dafür, und siehe, welche Beispiele haben wir dafür oder was kann ich in dieser Situation machen, wenn mir sowas widerfährt. Hier sollten wir grundsätzlich erstmal nach einem Abstufungsmodell arbeiten, so frei nach dem Motto, es wird heißer gekocht als gegessen, ohne jetzt wirklich jedes Beispiel eins zu eins wiederzugeben, aber ich mache das mal als Sammelwiedergabe. Und zwar die kleineren Sachen, die vielleicht gar nicht so klein sind. Wenn sie sich häufen in der Masse, da muss man auf jeden Fall aktiver gegen vorgehen. Aber so Sticheleien zum Beispiel, so Mahlzeit, wenn man dann so 8 oder 9 Uhr mit Mahlzeit begrüßt wird, oder machst jetzt schon Feierabend. Dann halt auch dieses Lästern, das gibt es leider Gottes überall. Diese Sachen wie halt wirklich Lästern oder dieses Nachrede ist schon wieder, das würde ich eher in die Mitte stufen, aber so was, wenn man mitlästert, wenn man gestichelt wird, wenn man manipuliert wird in ein Gespräch schon voreingenommen oder wenn man voreingenommen in ein Gespräch geschickt wird, diese Dinge sind eher niedriger einzustufen, nicht weil sie nicht schlimm sind, sondern weil man hier einfachere Lösungsansätze bieten kann und das auch selber lösen sollte. Da kann man, es ist auch ein ganz einfacher Lösungsansatz, immer bitte die Kommunikation suchen, gerade bei den Sticheleien, dass man einfach hingeht und sagt, hier, ist das jetzt wirklich ein Spaß von dir, so, weil ich kann mit der Art von Humor nicht umgehen, und dann wird sich relativ schnell rauskristallisieren, ob es dann auch eine Stichelei war oder vielleicht auch nur ein Witz. Manchmal, wie gesagt, heißer kocht als gegessen. Mit diesem Lästern und dieser Nachrede genau dasselbe. Wenn ihr mitbekommt, dass über euch gesprochen wird, konfrontiert die Leute. Meistens ist es so, wenn der Vorhang fällt, dann sieht man auch es gibt ja diesen Spruch, dann sieht man, wie die Leute ohne Schminke aussehen. Und da könnt ihr halt auch ganz einfach für euch aussortieren, mit wem ihr weiterhin Kontakt halten möchtet. Manchmal müsst ihr es im Arbeitskontext, aber man muss dann trotzdem nur, man lässt es bei der Arbeit, und das bringt in den meisten Fällen auch wieder Frieden rein. Dann hatten wir halt noch diese Sache mit dem Manipulieren, dass Leute dich manipulieren und du irgendwie voreingenommen in ein Meeting gehst, gerade so in den Anfangsphasen, wenn man irgendwo neu ist und nicht das Selbstbewusstsein hat, auch einfach nur abschalten, einfach reingehen und frei nach dem Motto, jedem Menschen eine Chance geben. So machen wir das. Also es sollte auch ein Standardprinzip im Leben sein, auch außerhalb der Arbeit. Menschen immer eine Chance geben. Klar, jeder hat eine Meinung zu einer Person, manche haben eine gute, manche eine schlechte, das macht uns Menschen aus. Aber da auch immer im Hinterkopf behalten, gibt jedem eine Chance. Dann gibt es halt noch andere Kleinigkeiten, wenn ihr das Gefühl habt,
ihr werdet, sag ich mal, das würde ich eher dann in die mittlere Stufe bringen. Das hattest du vielleicht, oder da sind wir gar nicht drauf eingegangen am Anfang, ist aber, passt zu dem Punkt zur Ursache dieses Konkurrenzverhalten, wenn ihr das Gefühl habt, Leute wollen euch zum Beispiel nicht gut einarbeiten oder so weiter. Ne? Das ist gerade am Anfang, wo ihr euch bewähren müsst in der Probezeit und ihr das Gefühl habt, was ja auch Gustav gesagt hat, da hat sie auch zum Thema Konkurrenz gesagt, dass die Leute Informationen vorenthalten, das trifft ja, oder das fällt unter genau dem Muster, also enthalten Informationen zum Beispiel oder eine schlechte Einarbeitung, dann würde ich das eher in die mittlere Stufe einordnen, weil das sind Dinge, die können euch zum Verhängnis werden. Ihr werdet gemessen anhand von Ergebnissen und müsst wahrscheinlich dann auch eine Probezeit meistens überstehen. Das ist ja so die Regel hier in Deutschland zumindest und das sind meistens 4 bis 6 Monate. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Und da würde ich auf jeden Fall aufpassen, nicht, dass man da den Job verliert, weil man sich nicht getraut hat, da das Gespräch zu suchen. Da, erster Punkt, Gespräch suchen. Wenn sich nichts bessert, ruhig auch verantwortliche Personen mit involvieren und das einfach aber human gestalten. Gar nicht so die Zicke raushängen lassen oder das Opfer so, damit fährt man nie gut, sondern einfach nur sagen, ich wünsche mir ein bisschen mehr Input und ich habe das Gefühl, dass ich mit meinen Zielen nicht hinterherkomme und dann sollte jeder damit gut umgehen können. Und wenn nicht, dann seid ihr einfach am falschen Arbeitsplatz. Meistens gibt es ja auch auf Arbeitsplätzen, gerade wenn ihr die direkte Kommunikation angegangen seid und es nicht wirklich euch vorangebracht hat in der Lösungsfindung, gibt es auch neutrale Instanzen. Vielleicht könnt ihr euch auch an die wenden. Gerade in der Erfahrung, der Teamleiter ist vielleicht auch schon mal ein bisschen voreingenommen, hat so seine Lieblinge im Team. Und es gibt da wirklich dedizierte Personen, die genau dafür da sind. Streitschlichter oder wie auch immer die dann genannt werden bei euch, aber wendet euch an diese neutralen Instanzen. Absolut. Und wenn wir jetzt zu der höchsten Stufe kommen, wo wir sagen, das ist ein absolutes No-Go und da können wir euch keine Lösungsansätze bieten, mit denen ihr oder Werkzeug, mit dem ihr selbst arbeiten könnt, sondern da seid ihr wirklich auf andere Instanzen angewiesen, das ist ganz klar das Thema Mobbing und Rassismus. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mit Mobbing konfrontiert werdet oder rassistische Kommentare hören müsst, die wahrscheinlich unter der Gütelinie sind, die nicht vertretbar sind und euren ethnischen oder religiösen Hintergrund angreifen, dann auf jeden Fall, was ich euch da ans Herz legen kann, sucht. Man könnte jetzt sagen, auch sucht das Gespräch. Jein, da bin ich bei einem klaren Jein. Weil ich das Gefühl habe, so Thema Mobbing vielleicht, aber beim Thema Rassismus, ich weiß nicht, ob man so ein Weltbild von den Menschen nach so einem Gespräch direkt ändern kann. Vielleicht achten die Menschen dann darauf, dass sie diese Sprüche dann auch irgendwie, dass ihr die oder euch mit diesen Sprüchen nicht mehr konfrontieren. Aber damit ist ja das Problem nicht gelöst. So, man kann nicht Rassismus unter den Teppich kehren und Mobbing auch nicht. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil wenn ihr das macht, wie ich gesagt habe, dann machen die Leute daran diese auf, weil sie Angst haben. Da würde ich euch auch, was Gustav gesagt hat, diese neutralen Instanzen, gerade in großen Unternehmen, gibt es so Gleichberechtigungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die könnt ihr euch wenden, vielleicht an die höhere Ebene, an die höhere Chefebene, je nachdem in welcher Hierarchie-Konstellation ihr arbeitet, die höhere Ebene kontaktieren und dann gemeinsam entscheiden, wie man dagegen vorgeht. Weil das ist je nach Maß auch nicht mehr zu vertreten und das sind toxische Mitarbeiter, die das Arbeitsklima dauerhaft schädigen. Das ist nicht im Interesse des Unternehmens, nicht im Interesse von euch und auch nicht im Interesse der Menschlichkeit. Und damit ist auch, glaube ich, alles gesagt. Wenn ihr, wie gesagt, zu dem Thema irgendwie noch weiteren Input habt, gerne in das Kommentarfeld. Und was wir euch auch anbieten möchten, weil wir arbeiten auch hinter den Kulissen sehr aktiv gegen die Thematik, also gegen die Themen Mobbing und Rassismus. Und da können wir euch anbieten, geht auf unsere Social Media Kanäle, sowohl Instagram als auch TikTok. Kontaktiert uns am besten über Instagram, das ist immer am einfachsten, finde ich. Natürlich auch über TikTok. Kontaktiert uns, wenn ihr wirklich Probleme habt auf der Arbeit zum Thema Mobbing und Rassismus. Und dann können wir euch vielleicht auch ein bisschen einfacher guiden. Ich denke mal, im Kommentarfeld ist es immer so ein schwieriges Thema, womit man nicht öffentlich gehen möchte. Da haben wir größtes Verständnis für. Ansonsten hoffen wir wie immer, dass ihr vieles mitnehmen konntet
und bedanken uns fürs Zuhören und sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, Freunde. Macht's gut, bis bald, ciao. Ciao.